Ich halte den deutschen Mittelstand für im Westen aus Not für am fortschrittlichsten. Die haben das schon gespürt. Die haben das gespürt und gehen auch intuitiv damit um. Die Politik hängt leider noch sehr weit hinterher. Also um die deutschen Mittelständler mache ich mir nicht so viel Sorgen. Nur eines hat sich eben geändert im Vergleich zu früher. Früher hatten wir die Technologie und die Chinesen hatten den Markt. Und das war sozusagen ein bisschen austariert. Heute haben die Chinesen immer mehr auch selber Technologie. Das heißt, die deutsche Wirtschaft muss sich viel genauer überlegen als früher, was die Chinesen wann und wo brauchten. Es liegt am Ende an uns. Wir haben die Möglichkeit, es zu schaffen. Und wenn wir die Herausforderung verschlafen, dann ist eben Europa irgendwann ein Freizeitpark. Mein Eindruck ist, wenn ich nach Deutschland komme, dass man noch gar nicht richtig spürt, was da auf dem Spiel ist. Wenn uns das gelingt, uns dafür zu sensibilisieren, bin ich sehr optimistisch, dass wir genug Ressourcen haben, genug Innovationskraft haben. Aber im Moment sind wir noch in der Phase, dass wir glauben, es geht immer alles so weiter. Wir müssen uns nicht ändern, sondern die anderen müssen erstmal auf unser Niveau kommen und dann fangen wir uns an, mit denen zu beschäftigen. Die sind nur in einigen Bereichen schon viel weiter als wir.